Hallo und herzlich willkommen zu Überblicke, dem Magazin für die Menschen in und um Überlingen. Ja, der Frühling, der scheint sich jetzt endlich auch bei uns am Bodensee breit gemacht zu haben. Und das gute Wetter, das lockt die Leute natürlich in Massen hier auf die Landesgartenschau, die nach über einem Jahr Verzögerung endlich öffnen durfte. Dem Thema widmen wir uns natürlich später ausführlich. Hier erstmal Ihr Themenüberblick für heute. Nach über einem Jahr Warten, die Landesgartenschau durfte endlich Eröffnung feiern. Just Explore Bodensee. Von Überlingen aus lässt sich die Bodenseeregion jetzt auch elektrisch erkunden. Und mit Maske und Abstand, die erste historische Schwedenprozession konnte unter Corona-Bedingungen stattfinden. Ja, über ein Jahr hat es gedauert, zahlreiche Termine mussten abgesagt werden und ein unfassbarer Kraftaufwand war notwendig, damit wir hier heute endlich auf der Landesgartenschau sitzen können. Am 30. April dieses Jahr hat dann endlich die große Eröffnungsfeier stattgefunden und wir waren da natürlich auch dabei. Ein Tag zum Feiern in Überlingen. Zusammen mit Politikern aus dem Umkreis und dem Landtag und den ersten Besuchern wurde die Landesgartenschau in Überlingen eröffnet. Nach über einem Jahr Verspätung und vielen kurzfristigen Planungen sind die Verantwortlichen sichtbar erleichtert. Wir können endlich 11 Hektar Flächen der Bürgerschaft übergeben, unseren Gästen zeigen. Es ist ein wunderschöner Tag und da haben wir jetzt jahrelang darauf hingearbeitet. Und das ist eigentlich das Größte, was wir uns erhofft haben. Wir gleiten jetzt mit Hygienekonzept langsam in das Projekt hinein, werden uns hoffentlich dann immer weiter in die richtige Richtung entwickeln können, dass Veranstaltungen stattfinden können. Ein wunderschöner Tag und ich lade alle herzlich ein nach Überlingen am Bodensee. Und zwar in befreiter und erleichterter Atmosphäre, dafür aber auch mit entsprechenden Hygienevorkehrungen. Ja, solange wir über 100 Inzidenz sind, muss man negativ getestet sein, da muss man Nachweis mitbringen oder sich bei uns vor Ort testen lassen, das ist auch möglich. Und dann kann man ganz froh hier in den Park gehen und dort, wo es eng ist, klar, wird Maske getragen, wie überall. Aber ansonsten kann man im Park auch auf die Maske verzichten. Um ein sorgenfreies Landesgartenschauerlebnis zu ermöglichen, war im Vorhinein ein erheblicher Kraftakt nötig. Zum Schluss sind es immer 1000 Hände und das braucht man, sonst wird man nie fertig werden. Wir haben ja erst vor nicht mal ganz 10 Tagen jetzt mitbekommen oder dann beschlossen, dass wir eröffnen können. Und dann braucht es den Wachdienst, den Kassenpersonal, Parkplatz. Und unser ganzes Team hat rund um die Uhr fast gearbeitet, dass wir jetzt heute zu dem Punkt kommen und dass alle Sonnenschirme geöffnet werden können und jetzt alles so erstrahlt. Trotzdem kann das ursprünglich geplante Programm noch nicht wie gehofft durchgeführt werden. Die Hoffnungen ruhen aber auf bessere Umstände im Sommer. Wir können keine großen Bühnenveranstaltungen derzeit machen, aber auch da kann ich trösten. Es ist so geplant, dass wir Richtung Sommer die Großveranstaltungen haben mit großen Festen im Uferpark. Insofern sind wir dankbar, wenn wir mit kleinen musikalischen Darbietungen starten können, die nach und nach die Ausstellungen dann eröffnen können. Aber zu Beginn jetzt erstmal Schaugärten, aber die sind so wunderschön, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Ab sofort lädt die Landesgartenschau zum Genießen ein und zwar mit einem möglichst geringen Gesundheitsrisiko. Der Appell ist der, ganz einfach die Regeln beachten. Alles ist wunderbar auf unserer Homepage dargelegt. Man muss getestet kommen, nur dann darf man das Gelände betreten. Und es ist die Bitte, dass man sich registriert, Zeitfenster bucht und dann wird man einen unbeschwerten Tag auf der Landesgartenschau in Überlingen haben können. Die Landesgartenschau in Überlingen ist ab sofort geöffnet. Der Bodenseekreis hat dadurch eine neue Attraktion gewonnen. Wir wünschen uns natürlich, dass durch die Landesgartenschau die Tourismusregion Bodensee wieder einmal in den Fokus kommt. Es ist ja so, dass durch die Tatsache, dass viele Menschen in Deutschland bleiben, wir gut besucht waren im vergangenen Jahr. Ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr der Fall ist und dass die Landesgartenschau eben ein zusätzlicher Aspekt ist. Die Landesgartenschau und der Bodenseekreis arbeiten eng miteinander zusammen. Das zeichnet sich auch am eigenen Landkreispavillon auf dem LGS-Gelände ab. Wir sind ja auch selber Aussteller als Landkreis. Wir haben einen tollen Landkreispavillon, der übrigens auch bleiben wird als Gebäude hier im Bürgerpark am Ufer. Da musste schon einiges gemacht werden, mussten die Entscheidungen treffen, welche Veranstaltungen werden durchgeführt und welche nicht. Alles aufregend, wir wissen vieles heute noch nicht. Vielleicht ist ja im Juni, Juli, August die Lage dann doch noch mal etwas besser, als sie heute ist und wir können dann auch innen aufmachen. Die Überlinger Landesgartenschau ist endlich eröffnet. Wer sich die Blumenpracht am Bodensee ansehen will, sollte vorab Online-Tickets buchen.
Endlich wird's wärmer und unsere schöne Bodenseeregion lässt sich, egal ob für Einheimische oder für Touristen, auf eine ganz neue Art und Weise erkunden. Das geht jetzt auch per E-Auto oder E-Bike von Überlingen aus, dank der Mobilitäts- und Erlebnisplattform Just Explore Bodensee. Das nördliche Bodenseeufer auf eine ganz neue Art und Weise erleben. Das ist das Ziel der Plattform Just Explore Bodensee. Unter anderem auf Sylt und in der Lübecker Bucht gibt es sie schon. Initiiert durch die Stadt Überlingen und das Autohaus Ries ist die Mobilitäts- und Erlebnisplattform nun auch im tiefen Süden zu finden. Einheimische und Touristen sind eingeladen, die Umgebung durch E-Mobilität neu zu entdecken. Also jeder ist eingeladen, dieses Angebot anzunehmen. Wir haben viele touristische Partner mit an Bord. Interessanterweise ist es so, dass man sich die Mobilitätsdienstleistung einkaufen kann, gekoppelt an ein touristisches Erlebnis. Und insofern etwas ganz Neues, eine Exklusivität, die da geschaffen wird. Insofern wunderbar und wir sind sehr dankbar, dass wir das anbieten können. Zum Beispiel ist eine Kombination aus E-Auto und einem Besuch auf der Blumeninsel Mainau möglich. Um solche Ausflugskombinationen anbieten zu können, arbeitet die Stadt Überlingen unter anderem mit den Stadtwerken am See zusammen, die die Lademöglichkeiten bereitstellen. All diese starken Partner kommen hier zusammen, um E-Mobilität anzubieten und vor allem auch unseren Gästen ein touristisches Angebot zu machen, das es bisher in dieser Form in dieser Region noch nicht gab. Von Überlingen aus startet die Bodenseeregion jetzt durch, übers ganze nördliche Bodenseeufer. Also für uns eine ganz wunderbare Sache. Genauso für Menschen, die auf Entdeckungstour in der Bodenseeregion sind. Je nachdem, wie die Zusammensetzung der Menschen ist, kann auf verschiedene Fahrzeuge zurückgegriffen werden. Die Familie bis zu dem kleinen, bis zu dem einzelnen Menschen, der einfach mobil sein will, kann sich diesen Autos einfach mal nutzen, mieten über die Plattform und einfach mal elektrisch erfahren. Just Explore Bodensee ist Teil eines neuen Tourismuskonzepts, bei dem das Ziel verfolgt wird, Menschen auch ohne eigenes Fahrzeug nach Überlingen und in die Umgebung zu locken. Aber uns war schnell klar, dass die ganzen Angebote in der Region dann auch etwas benötigen, um erreicht zu werden. Und da ist natürlich E-Mobilität ganz an erster Stelle zu nennen. Wir möchten quasi, dass die Anreise mit dem Zug kommt, vor Ort ein Auto gebucht wird, dann ein tolles Erlebnis stattfindet. Bodenseetherme ist ja auch mit dabei. Also sprich, die Vielfalt der Möglichkeiten erneuern. Und da greift gerade vieles Zahn in Zahn. Ab sofort ist die Plattform Just Explore Bodensee verfügbar. Touristen wie Einheimische können die Bodenseeregion auf eine ganz neue Art und Weise erkunden. Ja, wenn die Schweden endlich abziehen, dann werde man bis in alle Zeiten eine feierliche Prozession abhalten. Genau das hat der Überlinger Oberbürgermeister im Jahre 1634 versprochen. Und auch im Pandemiejahr konnte man die Überlinger nicht davon abbringen, die Schwedenprozession zu feiern. Wenn auch im kleinen Kreise. Und auch wir waren bei den Feierlichkeiten im St. Nikolaus Münster dabei. Wer wollte, konnte auch in diesem Jahr dabei sein bei der ersten historischen Schwedenprozession im Überlinger St. Nikolaus Münster. Normalerweise wird der Abzug der Schweden mit einem Zug durch die Altstadt gefeiert. In diesem Jahr fand die Prozession im kleinen Rahmen statt. Angelaufen wurden nur die einzelnen Altäre innerhalb des Münsters. Der Schauplatz ist kein ungewohnter. Immerhin startet die historische Schwedenprozession auch sonst hier. Und insofern ein gewohntes Bild für mich. Wir laufen einzelne Stationen ab. Es entspricht natürlich nicht dem, was wir sonst gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickeln und planen. Aber dieses Mal hatten wir keine andere Wahl, pandemiebedingt, als das Erlebnis auf das Münster zu begrenzen. Insofern sind wir guter Dinge, dass wir die zweite Schwedenprozession vielleicht wieder unter freiem Himmel vollziehen können. Damit die erste historische Schwedenprozession im kleinen Rahmen stattfinden konnte, waren entsprechende Sondermaßnahmen vorab nötig. Es ist ein fest vorgegebenes Prozedere, auch welche Altäre mit einzubeziehen sind. Wir haben begrenzt auf 180 Besucher die Veranstaltung heute. Traditionell sind natürlich Stadtrat und Kirchengemeinderat mit eingeladen als Vertreter der beiden Gemeinden, der weltlichen und der kirchlichen Gemeinde. Und der Ablauf war also wie immer sehr schön. Natürlich anders, als wenn wir es unter freiem Himmel haben. Auch viel kürzer, weil der Prozessionsweg ja entfällt. Trotzdem ist es wichtig, die Tradition auch in schwierigen Zeiten und mit Verantwortungsbewusstsein beizubehalten.
Aber insofern ist es für mich eine gelungene Art und Weise, auch in schwierigen Zeiten das Gelübde, das wir seit über 400 Jahren erfüllen, auch tatsächlich umsetzen zu können. Und insofern bin ich sehr zufrieden mit der heutigen Veranstaltung. Am 11. Juli ist die zweite historische Schwedenprozession mit anschließendem Schwerttanz geplant. In welchem Rahmen die stattfinden kann, ist noch ungewiss. Die gesamte Bürgerschaft ist aufgefordert, dann mitzulaufen. Und da sind wir natürlich teilweise auch schon in Sorge, ob wir an den einzelnen Stationen dann die Abstände einhalten können. Und insofern wünschen wir uns natürlich, dass wir wieder durch die Stadt ziehen können. Aber müssen noch vorsichtig sein zum jetzigen Zeitpunkt. Die Vorzeichen stehen gut. Und sobald wir es wieder dürfen und auch verantworten können, werden wir natürlich diesen Weg gehen. Die erste historische Schwedenprozession ist einwandfrei im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und bei bestem Wetter verlaufen. Jetzt sind die Hoffnungen groß, dass das auch am 11. Juli der Fall ist. Und wer weiß, vielleicht kann ja die zweite historische Schwedenprozession im Juli dann auch vor einem größeren Publikum stattfinden. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit und wenn noch nicht geschehen, dann schauen Sie doch bei diesem traumhaften Wetter hier mal auf der Landesgartenschau vorbei. Wir sind damit am Ende unserer Folge Überblicke, das Stadtmagazin, angelangt. Wenn Sie wollen, dann schauen Sie doch gerne noch mal auf YouTube vorbei. Dort können Sie auch alle unsere einzelnen Beiträge noch mal genauer anschauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!